Ja, in dem kurzen Tutorial zeige ich dir schnell, wie man den DevoDix U-Boost installiert, und zwar ist es wirklich mit zwei, drei Schritten getan. In der E-Mail findest du hier unten den Button Installieren. Wichtig ist, du benötigst Google Chrome. Das heißt, du brauchst einen Google Chrome Browser, dass der DevoDix U-Boost für dich arbeiten kann. Ist kostenlos, falls du ihn noch nicht hast, einfach runterladen und dann kannst du auch sofort starten. Wenn du es in dem Chrome Browser schon geladen hast, dann klick bitte hier einfach auf Installieren. Dann lädst du eine ZIP-Datei runter. Diese ZIP-Datei nennt sich devodix uboost-de.zip. Und jetzt ganz, ganz wichtig: Du klickst jetzt hier auf diesen Ordner mit Rechtsklick drauf. Dann steht hier alle extrahieren. Klickst du auf OK und drückst auf Extrahieren. Dann warten wir einen kurzen Augenblick. Dann extrahiert sich die ZIP-Datei in einen normalen Ordner. Dieser Vorgang ist enorm wichtig. Du kannst nicht die ZIP-Datei später hochladen. Du musst die Datei extrahieren. Jetzt sehen wir immer noch einen Ordner. Wenn du jetzt hier den Ordner siehst, nimm einfach diesen Ordner und zieh ihn hier raus. Und das war's schon. Jetzt kannst du das Ganze hier schließen. Und jetzt gehst du zurück in deinen Google Chrome Browser. Und hier oben rechts hast du ein Puzzlestück. Da klickst du drauf auf Erweiterungen und dann auf Erweiterungen verwalten. Als allererstes hier oben rechts steht Entwicklermodus. Der hier muss bei dir aktiviert sein. Sollte er so inaktiv stehen, klick bitte hier drauf auf Aktivieren, dass er aktiviert wurde. Dann auf Entpackte Erweiterung laden. Draufklicken und jetzt wichtig. Jetzt, ich habe es zum Beispiel auf dem Desktop gespeichert. Jetzt wählst du nur den Ordner aus. Du gehst nicht in den Ordner rein. Einfach auswählen. Ordner auswählen und schon ist das Ganze installiert. Jetzt kannst du auch diese Erweiterungsseite schließen und klickst nochmal auf dieses Puzzlestück drauf und hier steht dann DevoDix U-Boost. Klick hier auf dieses Icon drauf, anpinnen, dass du oben immer quasi den Kurzbefehl hast. Dann brauchst du nicht immer hier auf dieses Puzzlestück draufklicken, um den DevoDix U-Boost zu aktivieren, sondern du klickst einfach hier drauf. Jetzt musst du deine Login-Daten eingeben. Als allererstes die E-Mail-Adresse, die du auch bei der E-Mail findest. Und dann das Passwort, das darunter steht. Und dann drückst du auf Einloggen. So, jetzt sind wir eingeloggt. Das heißt, wenn ich jetzt den DevoDix U-Boost schließe und beim nächsten Mal wieder öffne, dann loggt er sich selbstständig ein. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wie kannst du jetzt den DevoDix U-Boost benutzen? Auf der linken Seite hast du fünf verschiedene Möglichkeiten, fünf unterschiedliche Texte einzufügen. Ich würde dir raten, einen YouTube-Channel zu erstellen. Und auf diesen YouTube-Channel machst du Affiliate-Videos drauf. Ob du sie selber drehst, ob du irgendwelche Videos benutzt, die die Vendoren zur Verfügung stellen, ist dir überlassen. Du kannst natürlich auch eigene Reviews machen und die auf deinen YouTube-Channel packen, weil ich empfehle dir hier, keine externen Links zu machen auf Webseiten, weil das mag Google nicht, YouTube. YouTube möchte, dass Nutzer auf YouTube bleiben. Aber wenn du in der Videobeschreibung dann einen Affiliate-Link reinsetzt, wo die Leute sich rauskopieren können oder in der Beschreibung draufklicken können, ist es wiederum anders. Da aber in den Kommentaren bitte achte drauf. Ich empfehle es dir, muss es natürlich nicht machen, aber ich empfehle dir einen YouTube-Channel. Du musst ja die Videos nicht mal selber drehen. Nehmen wir als Beispiel meinen DevoDix Poster. Du kannst beispielsweise jetzt hergehen, mein Verkaufsvideo benutzen, auf deinen YouTube-Channel hochladen, in die Beschreibung deinen Affiliate-Link reinsetzen und in den Titel beispielsweise. Und dann verlinkst du hier in den Kommentaren immer auf deinen YouTube-Channel, auf das Video. Oder muss ja nicht mal auf das YouTube-Channel gehen, sondern auf dein Video, wo die Leute quasi dein Review sehen können oder das Video halt von mir. Also du bist nicht gezwungen, ein eigenes Video zu drehen. Ja, aber als allererstes musst du natürlich wissen, welche YouTube-Videos möchtest du denn kommentieren. Du kannst jetzt auf YouTube gehen und hier mal zum Beispiel Digistore 24 eingeben, sagst, okay, das sind jetzt Videos, die passen in meine Nische. Und ganz, ganz wichtig ist, du musst in diesem Google Chrome Browser auch bei YouTube angemeldet sein. Du kannst natürlich auch einen neuen Account erstellen. Bei YouTube benötigst du lediglich eine Google-Mail-Adresse, die in einer Minute kostenlos erstellt wurde. Dann gehst du auf YouTube und hast dann quasi auch einen YouTube-Account. Also du musst auch bei YouTube angemeldet sein. Dann hier rechts oben klickst du drauf und sagst Videos laden. Jetzt gibst du beispielsweise ein Digistore 24. Drückst auf Suchen und jetzt machst du erstmal gar nichts. Es dauert ungefähr zwischen 30 Sekunden und eine Minute. Dann wird der U-Boost selbstständig Videos filtern.
und wird dann selbstständig diese Seite auch schließen. Das heißt, hier steht dann bitte warten. Wir warten jetzt diese 30 Sekunden bis eine Minute, bis der Deodix U-Boost bis zu 200 Videos, also er holt sich immer Minimum 150, maximal 200 Videos, die du dann kommentieren kannst. Und das Ganze ist auch so, wenn du beispielsweise heute nur 30 Videos kommentiert hast und startest morgen den Devodix U-Boost erneut, wird er nicht wieder bei Video 1 anfangen, sondern ab 31 dann. Er weiß ganz genau, welches Video er kommentiert hat und welches er nicht kommentiert hat. Jetzt siehst du hier wurden jetzt keine Videos reingeladen. Das heißt, du musst diesen Vorgang nochmal wiederholen. Das passiert nur beim allerersten Mal. Das heißt, du klickst wieder drauf, Videos laden, schreibst wieder Digistore 24 und drückst auf Suchen. Wie gesagt, es kann vorkommen, dass der U-Boost nicht sofort die Videos reinlädt. Deswegen wiederhole einfach den Vorgang und danach sind die Videos auch reingeladen. Jetzt warten wir nochmal diese 30 Sekunden. Du hast gerade eben gesehen, es ging wirklich sehr, sehr flott. Die Videos waren dann schon in den Devolix U-Boost reingeladen, die du dann in Zukunft auch kommentieren kannst. So sparst du dir enorm viel Zeit, kannst das Ganze automatisieren. Und wie gesagt, wir haben den Vorteil bei YouTube, nicht wie bei Facebook, dass unser Account, dass wir halt nur einen Account erstellen können, sondern wir können bei YouTube unendlich viele Accounts erstellen. So, jetzt sehen wir auch hier, hat er alle Videos reingeladen. Das müssten so zwischen 150 und 200 Videos sein. Und jetzt können wir das Ganze automatisieren. Jetzt könntest du beispielsweise hier einen Text reinschreiben wie, hey, dein Video ist echt super. Also ich empfehle dir, sprich immer ein Lob aus. Das heißt, schreib den Leuten, das Video ist echt super. Ich habe zum Beispiel auch einen YouTube-Channel oder ein YouTube-Video gemacht über das gleiche Thema und dann einfach deinen Link rein. Dann stört es auch niemanden, weil du gibst ein positives Feedback, aber machst gleichzeitig für deine eigenen Affiliate-Produkte Werbung. Dann, wenn du hier deine Texte, also bis zu 5 Texte kannst du reinschreiben, musst du natürlich nicht, kannst Emojis benutzen. Dann hast du Mindestpostabstand, Maximalpostabstand. Also Empfehlungen gibt es von mir nicht. Ich kann dir nur sagen, wie ich das mache. Ich mache es zwischen 8 und 16 bis 19 Minuten. Das heißt, zwischen 8 und 19 Minuten wird immer ein YouTube-Video von mir kommentiert und weiter nicht. Zum Beispiel könnte ich jetzt schreiben, klasse Video. Und jetzt zum Testzweck machen wir das einfach. Wir drücken auf Start. Jetzt öffnet sich hier links ein Fenster. Du kannst ganz normal in deinem Browser weiterarbeiten. Du brauchst das Fenster nicht offen lassen. Du kannst es hier einfach draufklicken. Das öffnet sich hier im Hintergrund und schließt es dann auch selbstständig wieder. Das heißt, du kannst ganz normal in deinem Browser weiterarbeiten. Du kannst in dein YouTube reingehen. Du kannst in dein Facebook gehen. Wenn du beispielsweise auch den Devodix Poster hast, kannst du ihn zeitgleich benutzen. Also du bist hier nicht gebunden. Ich muss jetzt nur das benutzen oder das benutzen, sondern du kannst benutzen, welches du möchtest. Hier siehst du immer, es wird aktuell gepostet, beziehungsweise es wird aktuell kommentiert. Und jetzt ist er fertig mit seinem Kommentar und in den nächsten 8 Minuten wird er nochmal einen Kommentar absetzen. So einfach funktioniert das Ganze. Wie gesagt, meine Empfehlung, erstelle einen YouTube-Channel, mach auf diesem YouTube-Channel entweder eigene Reviews oder benutze fremde Videos, wo du auch die Erlaubnis natürlich dazu hast. Beispielsweise von mir kannst du gerne dieses Video benutzen, kannst oder vom Devolix Poster mein Video benutzen, in deinen YouTube-Channel hoch, in die Beschreibung dein Affiliate-Link rein und in den Titel dein Affiliate-Link rein. Und dann kommt hier, da wo ich klasse Video geschrieben habe, kommt dann hier quasi, wenn du hier dein YouTube-Channel dann youtube.com slash Channel oder so heißt das, da kommt dann quasi der Link entweder direkt zu deinem Video oder zu dem Review oder halt zu deinem YouTube-Channel, wo halt mehrere Videos drauf sind. Und so kannst du passiv Einnahmen generieren. Und du musst prinzipiell dann nur noch jeden Tag morgens um 8 oder 9, je nachdem, wann du Zeit hast, wann du aufstehst, stehst du auf, öffnest deinen Laptop, deinen PC, klickst hier auf den Devodix U-Boost, klickst hier auf Starten und das war's. Du hast hier noch die Möglichkeit, auf der linken Seite eine Kampagne zu speichern. Kampagne speichern bedeutet, dass du die Texte hier abspeichern kannst. Das heißt, wenn du jetzt die Mühe gegeben hast, 5 verschiedene Texte hier reingeschrieben hast, Riesentexte, die du in Zukunft nochmal benutzen möchtest, drückst du auf Kampagne speichern, drückst hier. Schreibst eine Kampagne, zum Beispiel Affiliate-Produkt Robin Focke beispielsweise, speichern. Die Videos hier werden nicht gespeichert, sondern nur die Texte werden gespeichert. Aber das hat halt den Vorteil, weil du kannst ja einfach hier reingehen, Videos laden, gibst zum Beispiel ein Digistore 24, Affiliate-Marketing, Dropshipping, je nachdem in welcher Nische du unterwegs bist, einfach reinschreiben, die Videos werden geladen und wenn du dann die Texte benötigst, klickst du hier auf Kampagne laden. Hier erscheinen dann quasi immer deine Kampagnen, klickst du einfach drauf. Dann erscheint hier oben nochmal eine Meldung, Kampagne XY wurde geladen, drückst auf OK und dann siehst du hier auf der linken Seite deine Texte.
Ja, ich hoffe, ich konnte dir alles erklären. Falls nicht, wie gesagt, support@devodix.com kannst du mir eine E-Mail schreiben und ich werde dir natürlich wie immer versuchen, so schnell wie möglich zu antworten.